Leute und herzlich willkommen zur zweiten Folge Poke MMO. Mit dabei ist der liebe Alterbeule. Hallo Leute. Das hat ich einen Bisasam. Er hat einen Bisasam. Ich habe einen Shigi und jetzt gehen wir zusammen auf Abenteuerreise. Ah, oder rennen im Kreis. Aber was ich, oh, das ist ja was. Was ich nicht wusste, was Martin erst gesagt hat, also ihr könnt mich nur als Freund hinzufügen, wenn wir gleichzeitig irgendwie on sind. Und wenn sich das ein paar Leute geholt haben, dann kann ich gerne auch auf Twitter oder so ankündigen, wo wir dann aufnehmen, wo ich dann bin und so. Ich werde mit wechselnden Partnern aufnehmen. Magnus und Miri, also Milo LP, werden auch mal dabei sein. IT wird mal dabei sein. Und wem ich sonst noch so habe. Ich habe keine Freunde, wisst ihr. Also so wechselnde Partner. Wie immer. Ich habe immer wechselnde Partner. Hab dich lieb, Mari. Das hat er nicht gehört. Wir gehen weiter. Komm. Okay, ich bin in den ersten Kampf reingeraten. Ist klar. Ein wildes Pokémon. Ein Raupi! Wieso kriegst du Ratzfatz und ich krieg nur scheiß Raupis die ganze Zeit? Ja toll, Ratzfatz kann ich auch nicht gebrauchen. Ja, ganz ehrlich, wer will ein Raupi im Team? Niemand möchte einen Raupi im Team. Möchtest du ein Raupi im Team? Soll ich dir ein Raupi schenken? Nee, danke. Ein Taubsi würde ich wirklich fangen. Wenn ich jetzt nochmal ein Taubsi sehe, würde ich das fangen. Das schwöre ich dir. Aber da, die Sache ist ja auch, Leute, das Geld hier ist irgendwie richtig viel wert. Weil hier gibt es so wenig Geld, hier haltet ihr auch so gut wie gar nichts. Ja, deswegen wird es ein bisschen dauern, bis ich wahrscheinlich die 15.000 voll habe. Ihr könnt mir gerne Geld schenken. Weil also, man braucht 15.000, um so einen Clan zu machen. Praktisch. Das hab ich gerade erklärt. Ja. Genau. Ah, du hörst mir zu. Das ist so schön von dir. Und ich kämpfe schon wieder gegen einen Raupi. Ich habe gerade zwei Raupis hintereinander gehabt. Ich habe keinen Bock mehr auf Raupis. Hast du deinem Bisasam eigentlich einen Namen gegeben? Das würde mich jetzt mal interessieren. Man baut eine Bindung zu denen auf, wenn man einen Namen gibt. Du hast ihnen jetzt einen Namen zu geben. Oh, ich weiß gar nicht, wie ich die nennen soll. Warum weißt du das nicht? Ich weiß nicht. Du hast es nicht lieb. Es fühlt sich ungeliebt bei dir. Ein Taubsi! Was will ich mal holen? Taubsi. Manche Pokémon schlafen hier, ne? Weil wir schon Nacht haben. Zeit. Ja, das habe ich auch gemerkt. Sind ja bei mir eingeschlafen. Dann dachte ich auch so, hä, warum schläft er denn nicht ein? Es ist ein Tag-Nacht-Rhythmus und wir nehmen jetzt um 20.16 Uhr auf. Und ja, es ist eingeschlafen. Hier ist schon Nacht. Wie schön, dass sie immer einschlafen, wenn ich mit denen kämpfe. Also es muss ziemlich langweilig sein. Deswegen sollten wir auch irgendwann mal tagsüber aufnehmen, weil nachts ist es auch irgendwie blöd nur. Ja, werden wir ja machen. So, ich möchte dieses Pokémon jetzt aber wirklich mal gerne einfangen, um ehrlich zu sein. Pokebälle. Los. Kennst du das, was man irgendwie immer A drückt oder so, dass man denkt, dass es dann eher drin bleibt? Ja, ich habe früher als Kind immer A und B gleichzeitig gedrückt. Ja, ich auch. Ich hab's gefangen. Es war jetzt so schwer, aber ich hab's gefangen. Es gab früher so ein Gerücht auf dem Schulhof, wenn man B drückt, geht's raus. Ich weiß es nicht. Aber nicht. Ich gebe dir einen Namen, das ist nämlich der gute Cosmo. Cosmo. Das ist Cosmo. Hast du was gegen Cosmo? Nee. Ich hätte den jetzt Cosmo genannt, weil ich habe heute bei TAF mal eingeschaltet. Und da war so ein 15-jähriger Bodybuilder, der richtig scheiße aus. Und der hat mich gerade an einen Vogel erinnert. Also heißt er jetzt Cosmo. Das war jetzt gemein. Warum guckst du dir TAF an? Ja, weil ich nichts mehr zu tun hatte. Ich habe da Pizza gegessen, hab da TAF geguckt. Mit einem du guckst dir eine Folge an von TAF mit einem 15-jährigen Bodybuilder. Das war ein 15-jähriger Bodybuilder, oder fast 15, und der hieß Cosmo. Ja? Ich bin fasziniert. Ja. Das ist wundervoll, ne? Also das interessiert IT wirklich, er tut dich nur so. Ich pack mal Cosmo nach vorne, dann Cosmo, kann ich die nicht umbewegen? Cosmo, ich nenne dich jetzt Cosi. Oh, hier hat jemand einen Relaxo. Ein Relaxo. Oh. Warum kann ich Cosmo nicht nach vorne packen? Mausi, wie ging das nochmal? Kannst du bloß das Pokémon ziehen mit der Maus? Ich zieh's ja gerade. Über das an. Ja, mit der anderen. Über? Haben wir nie getauscht. Ja, über das andere. Es wird. Doch, jetzt ist es getauscht. Voll kompliziert. So, damit er ein bisschen Erfahrung kriegt. Meinst du, ich soll nach oben oder nach links gehen jetzt? Warte, wir sollten erstmal was machen. Was denn? Wir sollten erstmal battlen. Wir? Nee. Ja. Ich bin so schlecht. Du hast wahrscheinlich.
Cool, der guckt schon so. Ja! Was denn? Kämpfst du jetzt mit dir? Ich dachte, wir wollen jetzt kämpfen! Nein, nein, ich frage, ob ich einen Pokémon haben kann. Pokémon! Oh! Alti bettelt sich erstmal durchs ganze Let's Play. I need to capture. Alti kommt das Kämpfen. Alter Beule! Duell! Komm! Wir kämpfen. Ich habe dir gerade eine Anfrage gesendet. Oh mein Gott, ich kämpfe gegen meinen Freund. Weh, du lässt mich nicht gewinnen, dann bist du ein schlechter Freund. Und wenn du verlierst, dann sag ich, du bist ein Loser. Oh Mann. Alter, aber auch out. Ja, komm. Ganz ehrlich, gegen meinen Cosmo, ne? Oh Mann. Du hast nur eins. Das heißt, ich könnte sogar gewinnen, wenn ich jetzt... wenn ich irgendwas mache. Töte es jetzt nicht ganz. Du bist so gemein. Chico! Vor allem dein scheiß Pokémon, ne? Ja. Dein scheiß Pokémon kann auch noch was bei meinen anrichten, weil deins... Ja, klar. Weil Pflanze schlägt Wasser, das weißt du. Deswegen hast du es genommen. Du hast gesagt, du hast Bisasam. Du hast es nur deswegen genommen, weil du mich schlagen kannst damit, ne? Nein. Ach, was ist der wichtig? Was ist der wirkliche Grund? Komm. Würde ich niemals machen. Warum hast du es dann genommen? Weil ich es so schön finde. Du hast Bisasam. Du wolltest Glumanda nehmen, weil du weißt, dass ich ein Wasser-Pokémon nehme, hast du das gemacht. Du bist ein Scheißfreund. Du bist ein Scheißfreund, Freund. Ich gewinne das. Ja, ich seh's ja. Aber du bist ein Arschloch-Freund. Ich hasse dich. Das ist der einzige Grund, warum du kämpfen wolltest. Glaubst du, es bringt viel jetzt noch zu wechseln? Nein. Mir wird deine Attacke fehlt. Komm, Cosmo. Oh Mann. Ich darf nicht verlieren. Du tötest mich. Du bist ein Arschloch-Freund. Ich sag's immer wieder. Wann gehen meine Attacken alle daneben? Ja, komm. Es ist Nacht. Du siehst nicht mehr so gut. Ja, ja. Aber du bist ein Arschloch-Freund, ich sag's nur. Ich kann bei dir ja nichts ausrichten, großartig. Und tot. Ja. Oh. Arschloch-Freund, ich sag's immer wieder gerne. Ich bin kein Arschloch-Freund. Heile deine Pokémon und will nichts dafür haben. Ja, ich habe auch so weit geguckt. Ja, wir hoffen, du sie aber gern. Ich hoffe nicht, dass ich kämpfe nicht mehr gegen Alti. Nee, der ist Arschlochfreund. Ich sag's immer wieder. Gehen wir nach. Oh, das ist ein Blitzer! Der hat einen Blitzer! Oh mein Gott! Can I have this Blitzer? Frag mal, can I have this Pokémon? Nein. Läuft, can I have a Pokémon und ein trauriger Smiley? Nein. Wen fragen wir jetzt? Nein! Weil ich bette mir jetzt. Nein. Was. Nein, du bist ein. Nein. Sowas mache ich nicht. Oh, der hat einen. Oh. Mach ich nicht. Sowas mache ich nicht. Warte. Wo geht's hier lang? Warte. Nein, ich warte nicht auf dich. Du hast. Hör auf zu betteln. Da, jetzt ist er da. Nein, hör auf zu betteln. Alter, was ist das? Alter. Was fing du ihm? Hör auf. Das ist voll eklig, was du machst. Er zeigt deine Pokémon. Er zeigt deine Pokémon. Das ist richtig eklig. Wow. Leute, ihr könnt mir natürlich gerne Pokémon schenken, wenn ihr das selber spielt. Okay. Ich gehe in den Wald und verdienst mir wie ehrliche Menschen, weißt du? Oh, der gibt nur einmal seinen Glurak und so. Tja. Oh, da ist ein Pokéball drin. Meiner. Oh, hohes Gras. Guck mal, jetzt gibt der einmal Charizard. Oh mein Gott, ein Raupi. Ich bin übrigens weitergegangen, ne? Du kannst auch irgendwann kommen. Machst du Raupi? Komm, du machst Raupi fertig. Cosmo! Mensch. Ich mag gar nicht Raupi fertig. Ja, er möchte mit mir tauschen. Alter, also, hör auf, den Pokémon zu erbetteln. Das ist widerlich.
Na komm. Alter, das ist widerlich, hör auf. Gib dein Glurak. Ey, sie. Dein Reitschuh. Hör auf. Gib mir Reitschuh. Hör auf, die Pokémon zu erbetteln. Ey, das ist doch nicht fair, wenn du das machst. Ich verdiene mir die ehrlich und du erbettelst dir alle. Das ist nicht fair. Oh, du bist so ein Arsch. Ich bin gar kein Arsch. Du erbettest dir einfach jedes Pokémon. Ich verdiene mir die fair. Ich will das Spiel ganz fair durchspielen. Du erbettest dir alles. Mann. Ich gehe auf Chico. Ihr könnt mir natürlich gerne weitere Namenvorschläge für Pokémon in die Kommentare schreiben. Ich gebe jedem Pokémon einen Namen. Weil ich finde, ohne Namen sind sie keine Pokémon. Da sind es nur... Also keine Pokémon auf jeden Fall. Aber der verarscht mich nur. Ja, dann kämpf doch jetzt mal richtig. Ich hab das Gefühl, die Leute wollen mir gar keine Pokémon schenken. Mensch, woran das nur liegt? Ja, Vetania-Wald. Ja, da bin ich jetzt auch. Ich sammle erstmal die Items, wenn wir die verkaufen, kriegen wir Geld. Bin ich auch gewesen. Geld. Ich möchte dann gleich nochmal zurück, weil mein Chico ist vergiftet und ich möchte nochmal zurück und heilen. Weil sonst stirbt das noch an Gift hier. Da habe ich keinen Bock drauf. Okay. Komm, Watergun. Muss das eigentlich sein? Ich bin dann bis jetzt noch nicht weit gegangen. Findest du es ekelhaft, sich Pokémon zu erbetteln? Ja, das finde ich echt furchtbar. Okay, Leute, ihr macht folgendes. Ihr erstellt euch einen Charakter. Stellt euch in die Anfangsstadt. Wenn gute Leute kommen, battelt ihr. Pokémon. Oh Mann. Ihr müsst euch natürlich auch einschleimen, sonst geht's nicht. Und dann... Das ist so ein Arsch. Das sind so Sachen, die ich an dir nicht leiden kann. Ich hab früher so viele Pokémon dadurch gemacht. Ich hoffe, die Leute sind schlauer geworden und geben dir gar keins mehr. Also wenn ihr Alti irgendwo seht, dann gebt ihr nichts. Der hat nichts verdient. Also ich nehme alle Versionen von Evoli übrigens. Dankend an. Ich liebe Evoli. Alti, welche magst du am liebsten? Ich mag am liebsten Nachtara. Ich meine, welches Pokémon generell von diesen 150, die es hier gibt? Hier gibt es mehr als 150, hier gibt es 386. Ja, dann 386. Weiß ich gar nicht. Ich mag am liebsten Safcorn. Willst du mich verarschen? Safcorn ist der beste und interessanteste. Ja, finde ich auch. Ja, ich kann Rankenhieb endlich. Welches Level bist du? 9. Ich glaube, ich bin auch Level 9. Ich kann es nicht eben. Oh, also, Rankenhieb natürlich nicht, aber... Was, du kannst Rankenhieb nicht? Naja, total traurig, ne? Nee. Oh, Mann. Hier, die Zeit, die Game-Time, ist ja 1.49 Uhr hier im Spiel. Ja. Wir müssen uns die amerikanische Uhr irgendwie aufs Handy oder so holen, damit wir auch mal einen Tag aufnehmen. Hey, ich sehe dich. Dagegen habe ich schon gekämpft. Ich bin weiter. Ciao. Echt jetzt? Ja. Mit dem bin ich schon fertig. Ach, währenddessen habe ich, glaube ich, Zeit verbracht mit Leute am Betteln, oder? Genau. Und dann... Der Typ hat mich aber nur getrollt und seine Pokémon gezeigt. Ich wollte gerade sagen, warum kann ich das nicht im falschen Dings gedrückt, welchen Knopf? Wie ist denn hier lang? Ich finde neue Wege! Der sieht mich nicht. Ich bin doch gut. Ich habe keinen Bock, gegen die zu kämpfen. Aber die bringen Geld, oder? Ja, Geld bringen sie immer. Oh Mann, da muss ich doch gegen ihn kämpfen. Ich will Geld! I might be a little, but I won't like! If you go easy on me. Ich verbrauche die Tränke auch nicht, weil ich würde sagen, wir sparen das Geld lieber, damit wir den Clan machen können. Ja, auf jeden Fall. Damit wir es wird ein Cookie-Clan werden! Oh. Ich hoffe natürlich, dass ihr alle schön fleißig auch mitspielt und dann Bock drauf habt, weil ich finde es irgendwie als Community-Projekt ziemlich geil, damit euch zu schreiben und so auch. Dann kann man kann in den Clan auch so uns. So, auch verschiedene Ränge machen und alles. Das ist richtig cool gemacht. Also ich finde das auf jeden Fall richtig cool. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann sagt's einfach. Dann können wir da Leute auch machen, die andere einladen können und so. Wäre richtig cool. Also ich finde das Spiel einfach an sich richtig geil. Also ich liebe Pokémon so als Spiel. Und ich wusste nicht, dass man das auch mit anderen zusammen so spielen kann. Das ist einfach richtig... Danke, Alti.
Ja, bitte. Ah. Ich hab 72 Poké-Dollar. Oh, das kann doch nicht sein, dass dieses Test. Ich hab 152. Angeberin. Boah, wieso hast du so wenig? Ja, weil ich erst gegen einen gekämpft habe. Ja, ich auch. Nein. Ich hatte auch erst gegen einen. Ich kämpfe jetzt gegen den nächsten erst. Nein. Doch. Ja, immer. Ja, aber. Stimmt aber. Jake, you use a water gun. Can I have a Pokémon? Hör auf! Yeah. Ich mach das nicht. Du bist ein Arsch. Wir müssen auch fair bleiben. Also, ich hab ihn besiegt. Oh, hier ist einer. Mit einem Pikachu hinten dran. Chico learned Red Drop, Lia Defend, yay! Oh, boo! That's in one ride! Jetzt hab ich 248. Oder ich frag die Leute, ob ich mal ihre Pokémon haben kann, um die mir anzugucken. Nein. Und dann gebe ich ihnen die nicht zurück, das wäre richtig lustig. Das ist richtig fies, mach das nicht. Obwohl, wer so dumm ist und dir ein Pokémon gibt und da so einen Fremden, der hätte es eigentlich verdient, ausgeraubt zu werden. Oder ich frage Leute, ob die ihm ihre Passwörter geben können. Falls sie sie mal vergessen, sage ich ihnen nicht. Bist du dumm? Das macht doch keiner, so dumm ist doch niemand. Na, Dani? Ja? Ein schlauer Mann namens Albert Einstein hat mal gesagt, zwei Sachen sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit. Beim Universum bin ich mir nicht so sicher. Genau. Bin ich schlau? Das Zitat kenne ich nämlich auch. Mhm. Das weiß jeder. Da stand in meinem Stundenplan. Echt? Ja. Na, das ist ja nett. Ja, ich weiß. Kokuna, scheiße, ich bin am Arsch. Oh, wow, was soll ich nur machen? Was soll ich nur machen? Scheiße, es setzt Härten ein! Es setzt das Härten ein! Ich kann nicht mehr! Trainierst du den Topsy auch? Ja, es setzt sich immer, als ob ich an vorderer Stelle und dann wechsle ich halt auf Chico, also auf meinen. Du weißt schon, was ich meine. Ich weiß deinen deutschen Namen gerade nicht mehr. Wie heißt der auf Deutsch? Shigi? Shigi, genau. Boah, ganz ehrlich, wenn man Englisch spielt, dann vergisst man, dass du die deutschen Namen findest. Total schnell. Gar nicht, ich kann die Deutschen und die Englischen. Ja, Angeber. Ist echt so. Scheiße, es hat noch einen Raub. Nee, es hat keinen Raub. Das ist ein, Hornio. Hornio. So. Scheiße, Mann, das wird mich umbringen. Scheiße, Mann. Scheiße. Okay, besiegt. Aber ich denke, ich gehe nochmal zurück und heile mein Pokémon. Sicher ist sicher, weißt du? Ich habe keinen Bock, irgendwie zu verlieren und Geld ausgeben zu müssen. Also an die abzugeben. Ja. Ja, so bin ich halt. Jetzt lügen. Ich lüge nicht, so bin ich halt. Gibt es hier in diesem Wald eigentlich gute Pokémon, die man fangen kann? Nee, oder? Hier gibt es folgende Pokémon. Raupi. Ja. Safcon. Ja. Hornio. Kokuna. Ja. Taubsi und Pikachu. Pikachu will ich haben. Pikachu ist einfach awesome. Aber das ist selten. Ich weiß, das habe ich... Das stimmt, ich hatte ja bei IT meinen Test-Account, also wo ich das erstmal angezockt habe, ne? Und da habe ich einen Pikachu gefangen hier. Ich glaube, ich bleib hier, bis ich einen Pikachu fange. Ich will einen Pikachu haben. Pikachu ist einfach so ein... Kannst du lange suchen. Ja, bei mir war es irgendwie der dritte Fehltritt oder so. Ich will einen Pikachu haben. Hä, wieso bin ich jetzt hier reingegangen? Ich wollte doch mein Pokémon heilen lassen. Ich bin so dumm. Oh, die Frisur ist doch niedlich. Hätte ich die mal genommen. Egal. Stell mir einfach das nächste Mal ins hier rein und denke so, ah, das ist meine Frisur. Hier, stellt euch nicht an, ich komme vor. Ey, Leute, ich bin wichtiger. Lass mich vor. Ah ja, Dani, du bist viel wichtiger. Ich gebe mir zuerst mal deine Pokémon. So, was kann ich dafür tun? So, wieder volle Hilfe hier. Ich hoffe, ich sehe dich nicht wieder. So, gut. Genau das hat sie gesagt. Ihr seid alle meine Zeugen. Ich gehe zurück in den Wald und töte alle, vor allem alte Bäume. Nee, mich nicht. Nein, dich töte ich nicht, okay. Aber sonst töte ich alle, also wirklich alle. Außer mich. Alles Atapolle. Aber dann würde ich sagen, hier ist eigentlich auch wieder die zweite Folge beendet. Also vielen Dank fürs Zusehen. Schaut euch die Links in der Beschreibung an, wenn ihr selber schreiben wollt. Wenn ihr selber spielen wollt.
Schaut bei Alter Beule vorbei und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.